Ja, Hubert Zimmermann ist wieder bei mir im Studio. Danke, dass Sie bei uns sind. Was wir da gehört haben, war da jetzt sehr viel Neues dabei oder waren das eher Dinge, die überhaupt schon mal angedacht waren und jetzt doch vielleicht umgesetzt werden? Ja, das waren, glaube ich, eher Absichtserklärungen. Mhm. Also insgesamt ging es wohl eher um Meinungsaustausch, wenn ich das jetzt richtig interpretiere. Es wurden ja jetzt keine spezifischen Abmachungen verkündet, also die drei Punkte, die genannt wurden, Schutz der Außengrenzen der EU, genau. Was macht man mit den Flüchtlingen, die an ein Land zum ersten Mal kommen und was macht man mit den Flüchtlingen, die sich dann innerhalb der EU verteilen. Das sind ja Punkte, die sozusagen von den einzelnen Gipfelteilnehmern schon angesprochen wurden. Und ja, mehr oder weniger hat man sich darauf geeinigt, dass man an diesen Themen eben weiter arbeitet, aber es gab natürlich jetzt in dieser kurzen Zeit keine festen Beschlüsse. Wie positiv hinterlässt Sie das im Blick auf den EU-Gipfel jetzt am Donnerstag und Freitag? Lässt sich an dem, was Frau Merkel ja jetzt gesagt hat, mehr ablesen, als dass sie eben viel guten Willen gesehen hat? Also das ist ganz schwierig zu sagen, weil die Themen ja, die brauchen ja wirklich mehr Zeit, um umgesetzt zu werden. Also worauf man sich mit Sicherheit vermutlich einigen können wird, ist die Stärkung wirklich der Überwachung der Außengrenzen. Es war auch ganz interessant, dass sie gesagt hat, dass bestimmte Länder eben oder dass Arbeitsteilung in der EU vorgenommen wird, was Verhandlungen mit Staaten außerhalb betrifft. Also Italien war ja sehr aktiv, um sozusagen mit Libyen ein Abkommen zu treffen. Und sie haben es ja damit auch geschafft, den Flüchtlingsstrom sehr stark zu reduzieren. Ja, mit natürlich sehr zweifelhaften Folgen für die Flüchtlinge selbst. Aber das hat ja Italien gemacht. Man kann sich vorstellen, dass Spanien dann sowas vielleicht mit Marokko machen wird und so weiter und so fort. Und das auch das Flüchtlingsabkommen mit der Türkei, das ja vorhin genannt wurde, ist ja auch von einer kleinen Gruppe von Staaten verhandelt worden. Also sowas wird wohl weiterhin der Fall sein dann. Also Grenzschutz und ja die Ankunftsländer nicht alleine zu lassen, das hat Angela Merkel nochmal betont. Das klang schon ja wie ein Schritt eben auf vor allen Dingen Italien zu, oder? Ja, also es bleibt ihr ja im Grunde auch gar nichts anderes übrig. Also wie lange soll das noch so weitergehen, dass man also praktisch mit dem Dublin-Abkommen die Last auf einzelne Staaten legt, das kann einfach nur dazu führen, dass auch in anderen Staaten dann irgendwann, genauso wie in Italien, also eine nationalistische oder fremdenfeindliche Regierung an die Macht kommt. Insofern und natürlich auch europafeindliche Regierung, weil das ja dann auch ein Problem Europas ist. Und wenn jetzt das umgesetzt wird, was also Horst Seehofer will, das ist ja diametral entgegengesetzt gegenüber dem, was Italien will, nämlich die Flüchtlinge wieder ins sozusagen Ankunftsland zurückzuschicken, ja, dann wird natürlich das Schengen-System zusammenbrechen, denn alle werden ihre Grenzkontrollen hochziehen. Auch da muss es dann eine Lösung geben, wie auch immer die denn aussehen mag. Herr Zimmermann, ganz herzlichen Dank für diese Einschätzung. Gerne.